ICE 721 Lübeck Hauptbahnhof, Hamburg Hauptbahnhof und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3, der Danny Spitters. Wir werden heute ein wenig ICE 1 fahren und zwar auf der Strecke Hamburg von Lübeck. Wir stehen hier noch in Rheinfeld bzw. in Lübeck, während hier neben uns ein IC1 abfährt. Wenn ihr natürlich erstmal die AFB einschalten, so werden LZB einschalten, PZB und SIFA einschalten, dann werden wir den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen, werden die Spitzensignale so lassen, das machen wir an, das machen wir an, das machen wir auf. Dann werden wir die AFB auf 40 verlegen. So, dann wären wir eigentlich soweit abfahrbereit, würde ich sagen. Türen brauchen wir anscheinend nicht zu öffnen. Gut, dann lösen wir die Bremse, schauen uns mal kurz unten außen am Zug um. Sehen, dass wir alles soweit eingestellt haben. Sehr schön. Und dann können wir eigentlich auch beginnen. Lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Können Sie befreien? So, und dann schlängeln wir uns langsam aus dem Lübecker Hauptbahnhof raus. Und natürlich die SIFA. Da geht's dahin. Wunderschön. Wunderschön. Und der IC1 hat auf uns gewartet, nehme ich mal ganz stark an. Der wird dann demnächst auch Ausfahrt haben. Während wir da hinten verschwinden. Wunderschön. Wunderschön. Seht ihr es? Und noch sind wir zu sehen. Hinten fahren wir. Seht ihr es? Traumhaft. Weg sind wir. Haben noch 11 Kilometer bis Rheinfeld. Unseren ersten Halt. Dürfen dann auch gleich 140 fahren. Wenn wir uns hier auf die Hauptstrecke begeben. Bei schönstem Wetter.
So, dann dürfen wir gleich beschleunigen. Wunderbar. Und bitte. Na. Ey. So passt es. Nächstes Ziel, diese oder nächste Ziel dieses Zuges ist Hamburger Hauptbahnhof. Dieses Szenario stammt aus dem Creators Club. Oder Creators Club, wie auch immer. Nächste Station dieses Zuges, Rheinfeld-Holst, auf Gleis 1. Natürlich immer wieder die Sie verdrücken, ist ganz wichtig. Wunderschön. Wunderschön. Ich finde, beim TSW kann man einfach wunderbare Screenshots machen. Die sind beim TSC so gar nicht möglich. Also richtig schön, muss man wirklich sagen. So, wir nähern uns unserem ersten Halt. Die Riesenschritten. Das heißt, wir könnten eigentlich schon mal so langsam, aber sicher die Leistung wegnehmen. Schon mal so ein bisschen vorbremsen, damit wir da nicht mehr ganz so schnell sind. Da wir ja keinen Zeitdruck haben, kann man das ruhig mal machen.
So. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das war vielleicht etwas zu optimistisch gebremst. Sehe ich auch gerade ein. Aber egal jetzt. Ja. Ist das eigentlich normal oder real, dass ein ICE hier in Rheinfeld hält? Ist mir neu. So einem kleinen Bahnhof. Das überhaupt real ist? Bin noch nicht so ganz sicher. Ein bisschen können wir noch. Ein bisschen verbremst hier. So, da wären wir. In Rheinfeld. Jetzt nicht unbedingt ein Bahnhof, wo der Fernverkehr hält. Also ich denke mal eher hier ist... aber hier gibt es auch keine Durchfahrgleise. Und daher... Also wenn hier der Nahverkehr auch hält, der Fernverkehr auch durchgeht, dann muss das ziemlich gut abgestimmt sein, weil hier gibt es keine Durchfahrtsgleise. Naja, wir verriegeln die Türen. Lösen die Bremsen. Nächste Station, Bad Oldesloe. Wunderbar, wunderbar. Ob wir jetzt wirklich pünktlich sind, sei dahingestellt, weil wie gesagt, wir haben keine Vergleichszeit, also keine Zeit, keine feste Ankunftszeit, von daher, kann man das jetzt schlecht überprüfen, ob wir in on time sind. Aber ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Wichtig ist, dass wir heile ankommen, dass wir ohne Zwischenfälle ankommen, dass wir ohne Zwangse ankommen. Pünktlichkeit wäre natürlich auch wichtig, aber in diesem Fall ist das halt, ja, steht nicht im Vordergrund, ist nicht besonders wichtig, von daher, lassen wir das mal einfach so. Wir können auch gleich schon fast wieder zum Bremsen ansetzen. Ich denke mal so 20 Nachsimpfer dann in Bad Oldesloe. Je nachdem, ob wir von der Geschwindigkeit noch herabgesetzt werden.
finde sowas auch mal richtig schön, so ein richtig schönes, ruhiges Szenario, so eine richtig schöne, ruhige Fahrt mit einem Schnellzug im Hamburger Raum. Anstatt immer nur Action und so. Ich finde sowas auch mal richtig schön, einfach mal entspannt. Es gibt Schöneres, als im ICE entspannt zu reisen, von A nach B. Am besten erste Klasse, Bordbistro, sich essen kommen lassen und einfach genießen. Es gibt nichts Schöneres, für mich persönlich auf jeden Fall nicht. Und ich freue mich drauf, am 18.03. nach Leipzig zu fahren. Beide Wege, erste Klasse, wohlgemerkt. Das wird auf jeden Fall richtig schön. Ja, es wird eine sehr schöne Fahrt über Dortmund, dann schließlich nach Leipzig. Eine richtig schöne, entspannende ICE-Reise. Die wir in etwas mehr als 30 Tagen antreten werden. So, jetzt müsste ich hier mal bremsen. Jetzt wird es nämlich gleich richtig kritisch. Aber das hat ja gerade noch so hingehauen. Das hat ja gerade noch so hingehauen. Gut, dass der ICE gute Bremsen hat. Sonst wären wir jetzt voll drüber gesaust. Scheint jetzt sehr warm zu sein, so wie diese Leute hier alle stehen in kurzen Sachen. Kurzen Rock, kurzen T-Shirt und so weiter. Scheint ein sehr warmer Tag zu sein. So, auch den Bahnhof hätten wir erreicht. Sogar früher als gedacht. Ich dachte wirklich, es wird 20 nach werden. Aber es ist dann doch 17 nach geworden. Mal ein bisschen Luft hier in den Führerraum. Und dann schließen wir die Türen. Und fahren 37 Kilometer bis zu unserer Endstation Hamburg Hauptbahnhof. Lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. Warten, bis der Lüfter hochgefahren ist. Und dann schalten wir auf. Nächste Station, Hamburg Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. So, ob wir in die LZB aufgenommen werden, diesem Teilstück, schauen wir mal.
kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Geschwindigkeit an, die wir noch fahren werden. Im Moment sind es maximal 140 km/h. Schauen wir mal, ob sich das noch ändern wird im Laufe der Fahrt. Oder ob wir bei 140 bleiben, was ich mir theoretisch nicht vorstellen kann. Aber ich weiß es auch nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Von daher einfach abwarten. Wir werden es dann schon erfahren. Was ich allerdings schon bemerken muss, KI-Verkehr gleich null. Bis jetzt auf jeden Fall. Finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Also ich mag es, wenn mir ja, andere Züge entgegenkommen. Wenn ich Nahverkehr, Fernverkehr, Güterzüge, all das sehe. Und was sehe ich da? Direkt wie aufs Stichwort kommt da was. Das ist ja geil. Ein Güterzug. Da seht ihr, ich muss erst schimpfen, bevor was passiert. Aber immerhin, es passiert was. Wie auf Stichwort. Es ist ja geradezu perfektes Timing. Scheint aber auch sehr windig zu sein, wenn ihr das Pfeifen so zwischendurch mal hört. Weil ich glaube, das ist schon Standard. Es ist in jedem Szenario so. Auch wenn man bei schönstem Sommerwetter fährt. Oh, das war ein bewachsener Bahnsteig. Habt ihr das gesehen? Okay. Sollte vielleicht auch mal der Rasenmäher drüber. Aber das ist nur meine Meinung. Oh, gleich 110. Wir werden beschränkt. Statt schneller werden wir gleich langsamer. Nun denn, dann ist das so. Dann ist das so. Machen können wir sowieso nichts dagegen. Wenn wir nicht gehorchen, wird uns die PZB dazu zwingen, indem wir nämlich komplett auf Null gebremst werden und dann dürfen wir erstmal eine ganze Zeit lang wieder nur 40 fahren und das ist dann eher nicht im Sinne des Erfinders. Deswegen sollten wir da gehorchen. Also sonst gibt es im Endeffekt auch noch Mecker mit dem Fahrdienstleiter und das wollen wir alle nicht. So, dann werden wir uns mal dahin begeben. Na, 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 geht doch, Mensch. So, auch das hätten wir geschafft. Ist jetzt auch keine große Übung. Dann schauen wir mal, wie lange wir jetzt mit 110 fahren dürfen müssen sollen. Bevor wir dann wieder beschleunigen dürfen. Es wird gleich noch langsamer. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich irgendwo einen Gleiswechsel vornehmen. Dass wir deswegen so langsam werden. Gehe ich mal stark von aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier in dem Bahnhof liegt, dass wir so langsam werden. Weil die durchfahren wir jetzt und wir haben noch 700 Meter, bis wir bei 90 sein müssen. Von daher denke ich mal, wird es auf einen Gleiswechsel hinauslaufen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Ah, da kommen gleich die 160. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir die LZB noch erleben werden. Gut, ein Gleiswechsel hat nicht stattgefunden. Dann war das wahrscheinlich einfach kurvenbedingt, streckenabschnittsbedingt. Also langsam kommt dann auch der KI-Verkehr in Schwung. So, bevor wir dann auf 160, bis wir dann auf 160 beschleunigt haben, können wir dann gleich schon wieder runterbremsen auf 120. Das ist jetzt ein bisschen hin und her hier mit den Geschwindigkeiten, wie ihr seht. Gegenzug, wunderschön. Langsam kommt in Schwung. Es fehlt hier nur noch der Regionalverkehr, dann haben wir alles gehabt. Zweimal Güterzug, einmal Fernverkehr, da fehlt jetzt noch einmal Nahverkehr. Der Güterzug, der vorausgefahren ist, der wird mit Sicherheit gleich Platz machen müssen. Irgendwo auf dem Nebengleis, weil nämlich der Fernverkehrszug hinter mir her ist. Der mit Sicherheit Prio hat. Ich mache einfach stark von aus. So, das haben wir geschafft. Dann dürfen wir gleich wieder beschleunigen. Was ein Hin und Her. Aber das liegt halt an der Kurve hier. Ist ein bisschen eng. Beziehungsweise ein bisschen steiler. Und damit 160, das ist dann vielleicht nicht so witzig. Von daher so hat das alles schon seine Berechtigung. Und außerdem ist hier auch ein Bahnhof. Und da steht der Nahverkehr. Dann haben wir alles gehabt in diesem Szenario. Zweimal Güter, einmal fern, einmal nah. Wunderbar. So, jetzt dürfen wir schon wieder etwas aufschalten. Immerhin auf 140. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir die LZB nicht mehr erleben werden in diesem Szenario. Weil für die nächsten 18 Kilometer glaube ich nicht, dass da jetzt noch großartig solche Geschwindigkeiten aufgebaut werden, dass wir da mit der LZB zu fahren haben. Aber das muss ja auch gar nicht immer sein. Man kann ja auch mal schön hier mit 140, 160 durch die Lande fahren. Es ist auch schön entspannt und man erreicht trotzdem sein Ziel. Anstatt dass man da mal mit 200, 300 Sachen durch die Gegend jagt, kann man auch mal schön mit geschmeidig mit 120, 140, 160 dahin gleiten, finde ich, hat auch mal was Schönes. Man sieht dann auch viel mehr von der Außenwelt. Statt dass das alles an einem ja, vorbei rast, man das gar nicht so richtig wahrnimmt. Und PZB fahren hat auch was Schönes.
So, ob wir nochmal schneller werden, weiß ich nicht. Werden wir gleich erleben. Oder ob wir jetzt mit 140 bis zum Ende fahren. Wunderschön, wunderschön. So, dann sind es noch 11 Kilometer bis zum Ende. So, und da haben wir auch unsere Antwort auf unsere Geschwindigkeitsfrage. Nein, wir werden nicht schneller, sondern eher langsamer. Ich auf 120. Und sind dann noch gut 7, irgendwas Kilometer, bis wir dann in Hamburg sind. Und ich glaube nicht, dass wir da noch, wer weiß wie, beschleunigen werden. Das macht einfach keinen Sinn. So. Erkennt schon jemand diesen, den Hamburger Raum hier? Logischerweise werden wir immer langsamer. Gleich 100. So, 5 Kilometer noch. Perfekt.
Durch 60, ja. Und dann haben wir es gleich geschafft. So, da vorne kommt dann quittierpflichtiges Signal. Gelbes vor. Ihr seht's da? Mit dem Gelben da dran. Quittieren, dass wir die 60 wahrgenommen haben. Das haben wir. Beziehungsweise bestätigen, dass wir das Signal wahrgenommen haben. Dann auf unter 85 verlangsamt. Das haben wir getan. Deutlich sogar. So, das haben wir erreicht. Dann schlängeln wir uns langsam in den Hamburger Hauptbahnhof rein. So, jetzt kommt natürlich gleich wieder die knifflige Aufgabe, 500 Hertz Magnet. Das wird wieder so ein Fall für sich. Ach, warum? Was habe ich denn falsch gemacht? Zugbeeinflussung.
Ja, ist ja gut. So, was habe ich falsch gemacht? Was mache ich da immer falsch? Bitte sagt's mir. Ich weiß es leider nicht. Naja. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Bug vom TSW, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war's mit dem Szenario und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine süße Fahrt von Lübeck nach Hamburg im ICE 1. Ohne nennenswerte Zwischenfälle. Ja, stehen wir vielleicht noch ein bisschen außerhalb des Bahnsteigs, aber lassen wir das mal so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Habt noch einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye. Bye.